herzlich willkommen zu 7 Days to Die. So. Seid gegrüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache jetzt mal die zwei gruseligen Seile hier. Und dann mache ich mal die Schaufel. So. Wunderbar. Und dann holen wir uns den Schatz. So, jetzt muss ich mal eben gucken, eigentlich will ich hier gar nichts rausschmeißen, ne? Ist ja. Eigentlich will ich gar nichts rausschmeißen. Aber ich werde irgendwas rausschmeißen müssen, und zwar Tierfett ist aber auch. Oh, jetzt kommt der Kohl, den können wir sammeln. Den schmeiße ich raus. Gut, ich muss nochmal zum Händler. Die habe ich ja verloren, die Aufgabe. Alter Mist. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch eine Grabungsaufgabe. Natürlich nicht. Es war doch so klar. Gut, dann versuchen wir nochmal mit abholen. Ne? Wenn das jetzt wieder die gleiche Bude ist, die da nicht funktioniert hat, dann muss ich aber brechen. Zumindest haben wir jetzt eine Schaufel. Jetzt haben wir zwar keine Aufgabe mehr zum Buddeln, aber eine Schaufel dafür. Das ist, glaube ich, wieder das gleiche Haus. Hundertzentig. Morgen. Ey, auf mit dem Kack hier. Klar. Ist die gleiche Bude. Ich versuche jetzt nochmal mit der Bude, aber das Problem wird ja sein, dass ich Vorräte drin bleiben. Okay. Mache ich auch mal zu, damit die nicht von außen hier reinkommen. So, Jungs. Aber ich bin ja eh schon wieder voll, ne? Bis oben hin. Oh, da ist aber ein bisschen viel. Einzeln, bitte. Einzeln. Einzeln eintreten. Danke. Nee, muss repariert werden. Oh, das ist aber kacke. So habe ich aber jetzt nicht gewettet hier. So drin bleiben, aber wo ist diese doofe Tasche? Hallo? Jetzt wohl? Schiene. Hört auf mit dem Kack, hört doch auf! Seid ihr verrückt? Lasst mich hier durch! Ich sterb doch sonst wieder! Kinder, macht doch keinen Scheiß! Mach doch keinen Kack hier. Nein, lass mich da durch. Boah, puh. Das war aber echt knapp. Mal eben gucken, ich hab doch hier. So. Der fällt aber auch nicht um. So, den hätten wir auch. Na, jetzt kommen sie von hier. Und gleich so viele.
Wenn jetzt die Nacht anbricht, dann bin ich im Arsch. Hörst du auf? Nicht rennen! Nicht rennen! Du sollst nicht rennen! Puh, was ist denn mit dem hier? Ist noch so eine? Haben wir noch so eine Axt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde wahnsinnig. Kann ich denn noch ein paar Steinpfeile machen? Ja, kann ich. Nummer 8, dann sind die Federn wenigstens weg. Super Jungs, wo ist denn? Wo ist denn jetzt diese dusselige? Der zeigt mir die doch hier irgendwo an. Da. Da. Diesmal ist sie da. Okay. Dann gucken wir jetzt erstmal in Ruhe hier durch, ob wir noch was finden. Ja, das kann ich hier lassen. Das bin ich schon wieder zu langsam hier. Stopfe ich das Papier auch nochmal hier rein. So. Mein Freund. Die Hoffnung stirbt ja zum Schluss, dass ich meine Waffe finde hier, ne? Oh, was ist denn das hier? Reparaturkit. Sojaöl. Nitratpulver. Das Reparaturkit hätte ich ja gerne, ne? Aber was lasse ich dafür hier? Komm, die Holzframes lasse ich hier. Die nehme ich mit. Aber ich muss nochmal, ich muss definitiv nochmal hier hin. Da geht kein Weg dran. Oh shit, jetzt ist alles weg. Okay, ich bringe die Sachen jetzt auf jeden Fall weg. Komm, ich will die Quest beenden hier. Die Nacht bricht auch gleich an. Oh. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Schön liegen bleiben. Nein! Haut doch nicht immer den kleinen Panda, Mensch. Wölfchen, könntest du dich um den Meister-Zombie kümmern? Eventuell wäre das möglich. Bitte. Ich bin jetzt so weit weg von der Base. Und 100%, mit 100%iger Sicherheit ist jetzt Hordennacht. Och nee, komm, da kommst du nicht durch. Ich muss auf mein rettendes Türmchen. Was soll das sein? 53. Dann nehme ich den hier, ne? So. Hallo Freund, kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir definitiv helfen. 300, den nehme ich an. Und da muss ich jetzt mal eben gucken hier. Ich weiß nicht, was ich wegtun soll. Den Stein, komm. Wobei das auch keine gute Idee ist. Ich kann nichts reparieren, ne? Wenn der Stein weg ist. Und mein Knüppelchen ist gleich auch kaputt. Und das wieder da hinten in der Stadt. Ich muss aber definitiv auf mein Türmchen. Weil ich möchte nicht in der Hordennacht hier draußen stehen. Und da ist ja nochmal ein Türmchen, ne? Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich könnte ja auch mal das andere Türmchen nehmen.
Oh Gott. Die hopsen hier rum. Oh. Oh, 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 oh. Wir haben meine Holzframes auch weggeschmissen, die Seppel, ne? So. Ich hab's geahnt. Ich hab's doch sowas von geahnt. Nicht mit der Schaufel, du Sepp. Es liegt gleich wieder am Dreck. Einen noch und ich bin down. So. So. Setzen da ab. Ich mache jetzt. Rüste ich den Eimer auf? Werde ich den Eimer auf? Nee, ne? Nee, mache ich nicht. Wie sieht's denn aus mit der. Die Sonne ist schon am Horizont auf gleicher Höhe. Da müssten wir so 8, 9 Uhr haben. Wenn jetzt Hordennacht ist, die hauen ja jetzt schon das Ding hier zu Klump. Ich muss unbedingt ausladen. Okay, Essen ist im grünen Bereich. Dann könnte ich hiervon eigentlich mal ein bisschen was essen. Damit ich wieder satt bin. Und mein Leben vielleicht wieder hochgeht. Ohne Reis, ich werd bekloppt. Das macht doch ohne Ende Durst. Wei, oh wei, oh wei. Er bringt 30 Gesundheit, Heilungsgeschwindigkeit von Schürfwunden, 300%, Stopp Blutungen, 100%, okay. Gut. Ja. Und da unten höre ich schon Bröseln. Bei Mann. Aber es sieht immer noch nicht nach Blumen und nach. Ich meine, wir müssen doch schon. Entweder hatten wir einen und ich habe da gar nicht mitgekriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es aber auch nicht sehen, ne? Also ich habe keine Chance. Ich habe keine Ahnung. So 7 Punkte hätte ich, ne? 7 Punkte. Knüppelmeister. Da müsste ich den aber, da müsste ich dann 3 investieren, um den 1 hochzukriegen. Schwertmeister. Kleine Kampfmesser. Nee. So, die Nacht bricht an. Und die
definitiv wird es wieder keine Blutmondnacht. Bambusspeer. Wir können ja mal, ich weiß jetzt, im Bogen schießen, primitiver Bogen, Holzbogen, Armbrust, Pistole, Gewehr, Wurfgeschoss, Steinspeer, Ausdauertraining. Halt, ich finde, indem du deine Ausdauer trainierst, ja, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, jetzt ist Blutmondnacht, ne? Das ist alles so schön rot. Aber die verhalten sich nicht so, ne? Aber die Menge könnte passen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ne, irgendwie nicht, ne? Weil die bleiben stehen. Das ist keine Blutmondnacht. Das ist keine Blutmondnacht. Never ever. Weil wann ist denn die doofe Blutmondnacht? Ich verstehe nicht. Die müsste doch schon längst da sein. Bei einer Stunde, wir sind jetzt glaube ich bei Folge 14, wenn mich nicht täuscht, dann müsste da die Blutmondnacht eigentlich sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Weil ich kann auch nichts machen. Ich habe ja nichts. Außer hier oben hocken bleiben und nichts tun. Ist halt nichts drin. Also die werde ich auf jeden Fall bei Tag nicht töten, weil da bin ich eine ganze Folge beschäftigt, die hier alle so töten. Da werde ich weglaufen, meine Sachen in die Kiste bringen und dann machen wir den nächsten Auftrag. Wir haben jetzt 100 Talos. Tja. Meine Ausdauer regeneriert sich allerdings auch sehr langsam. Ne? So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Genau. Ausdauer hatte ich doch. Genau, Ausdauer hatte ich gemacht, ne? Da könnte ich sogar noch ein. Ne, kann ich nicht. Da brauchen wir wie viel? 4. Selbstheilung kann ich auch nicht. Da brauchen wir 5. Und wir sind bei 3. Das heißt, wir bräuchten. Ach, das ist auch zu viel. Tiefe Wunden, Schmerztoleranz. Verborgener Schlag aus dem Schatten. Meister der Klinge, ja gut, ich habe ja noch keine Klinge. Tja. Ja. Ingenieur, Scharfsinn, Schatzsucher, Glückspilz, Kaufmann. Bambusspeer wäre natürlich auch noch was, ne? Eine Pistole wäre cool, aber das können wir knicken. Dass wir eine Pistole herstellen können, das. Chefkoch, Landwirt, Minenarbeiter.
Die Schmerztoleranz wäre noch eine Option, ne? So, die 5 lassen wir mal stehen noch. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn die Nacht zu Ende ist. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.